Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jeder Mensch hat seinen Glauben. Und das ist etwas ganz Persönliches. Der Glaube ist aber keine Privatsache, sodass er niemanden anderes etwas angehen würde. Es ist sehr schön, wenn wir entdecken, dass uns unser Glaube mit anderen verbindet, wenn wir in der gleichen Gemeinde sind und uns zu Hause fühlen können, weil wir gemeinsam Gott loben können. Und es macht uns andererseits traurig, wenn wir merken, dass Menschen, mit denen wir verbunden sind, nicht wie wir oder nicht genau so, wie wir glauben. Ist das schlimm? Manchmal vielleicht. Und was würde Jesus dazu sagen? Ich würde sagen, schauen wir mal heute. Der Wochenspruch der kommenden Woche lautet: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Herr sei mit euch. Bevor wir gemeinsam den Psalm sprechen, darf ich zum Kindergottesdienst einladen. Also alle, die Freude haben, die können heute mit der Frau Bernhard heute nach unten gehen. Und ich bitte die Kinder, mal nach vorne zu kommen, hier an den Eingang, sprechen wir noch ein kurzes Gebet. Lassen Sie uns miteinander den Eingangspsalm sprechen, im Gesangbuch die Nummer 713. Nach dir, Herr, verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Der Herr ist denen Freud, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Kommt, lasst uns anbeten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Barmherziger Gott, wir haben uns hier als Glaubende versammelt. Hilf unserem Unglauben. Wir legen unsere Hoffnung in deine Hand. Wehre der Hoffnungslosigkeit. Denn du hast die Welt geliebt, dass du deinen eingeborenen Sohn gesandt hast, uns zum Heil. Herr, erbarme dich unser.
So spricht der Apostel Paulus. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott, du bist der Ursprung allen Seins. Du gibst den Menschen den Glauben. Wir bitten dich, sende uns Menschen, die von ihrem Glauben erzählen, und bringe Menschen zu uns, die von unserem Glauben hören wollen. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Lesung steht im Evangelium des Matthäus im 15. Kapitel in den Versen 21 bis 28. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaänische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zur selben Stunde. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Und gemeinsam bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, am Sitz zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hören wir den für den heutigen 17. Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagenen Predigtext aus dem Brief des Paulus an die Galater im 3. Kapitel, die Verse 26 bis 29. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid,
habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, lass uns diese Gedanken, diese Worte des Paulus als Zuspruch für uns und für unsere Gemeinde sein. Stärke unseren Glauben. Amen. Liebe Gemeinde, da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Ich habe diesen ersten Satz noch mit dazu genommen, damit der Zusammenhang dieser Worte von Paulus deutlicher wird. Paulus spricht nämlich vorher vom Gesetz und von den Geboten, die für uns wichtig sind, damit wir leben können. Aber die Gebote und Gesetze machen uns nicht zu besseren Menschen. Wenn wir die Gebote kennen und uns sogar genau daran halten, müssen wir vielmehr erfahren, dass kein Mensch vollkommen ist. Und die Gebote, auch wenn sie noch so gut sind und wir sie immer und überall einhalten wollen, schaffen wir das nicht. Es reicht ja schon, dass wir schlechte Gedanken haben. Dann müssen wir erkennen, dass jeder von uns irgendwo in sich eine dunkle Seite hat. Bei dem Wort Zuchtmeister steht im Griechischen Paidagogon, also Pädagoge. Das klingt dann nicht ganz so schlimm wie bei der Übersetzung von Luther mit Zuchtmeister. Das heißt, wir sind sozusagen in die Schule gegangen und durch die Gebote und Gesetze lernen wir. Wir versuchen natürlich, ein gutes Leben zu führen, aber wir können es nicht. Das ist eine wichtige Lerneinheit. Und er sagt, naja, damit ist jetzt aber mal zu Ende. Diese Schulstunde haben wir alle hinter uns gebracht, wenn wir an Jesus Christus glauben. Dann sind wir sozusagen aus dieser ersten Schule raus und können nach neuen Maßstäben ein neues Leben mit Gott im Glauben beginnen. Das meint Paulus, dass wir, wenn wir an Jesus Christus glauben und auch getauft sind, dann sind wir alle in ihm verbunden. Ihr seid alle Gottes Kinder in Christus Jesus. Paulus muss das auch so erlebt haben. Das ist etwas sehr Schönes, im Glauben mit anderen sich verbunden zu fühlen, gemeinsam zu beten, die gleichen Lieder zu singen und die gleiche Vorstellung von Gott und von den Menschen zu teilen. Der Gedanke der Vergebung, sich vergeben lassen und anderen vergeben, die Nächstenliebe erfahren und auch an andere weitergeben. Und dann sagt Paulus sehr mutig, wenn wir im Glauben verbunden sind, in der Gemeinde zusammen sind, dann gibt es eigentlich keine Unterschiede mehr zwischen uns. Ob Juden oder Griechen, vor Gott sind sie gleich. Ob Sklaven oder Sklavenhalter, vor Gott sind sie gleich. Ob Mann oder Frau, vor Gott sind sie gleich. Ich glaube, dass es etwas sehr Schönes ist, wenn man irgendwann erlebt, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Wir kennen diesen Absatz aus dem Lied Freude schöner Götterfunken. Da hat sich auch jemand gefreut, dass alle Menschen auf einmal zusammengehören. Das ist was Wunderschönes, dass ich die Menschheit als eins empfinden kann. Ja, und heute? Dieses Eins-Empfinden,
In einer Zeit, wo wir wieder Kriege erleben, miterleben, wo wir dachten, dass das längst überholt ist, dieser Gedanke kann uns dann fast schon wehmütig machen. Schön wär's. Ganz so einfach ist es aber auch beim Paulus nicht gewesen. Dass wir durch den Glauben alle auf der gleichen Ebene stehen, würde Paulus natürlich bejahen. In der Gemeinde, im Gottesdienst, vielleicht noch in der Familie, aber in der Welt? Und da spricht er vom äußeren Menschen. Da müssen wir uns auch an die äußeren, an die alten Regeln halten. Da hat es auch bei ihm, bei Paulus, schon Menschen gegeben, die ihn falsch verstanden haben. Wenn wir doch alle gleich sind und Sklaven und Sklavenhalter auf der gleichen Ebene sind, naja, dann kann man doch als Sklave dem Sklavenhalter einfach weglaufen. Ist doch okay. Und so gibt es eine Geschichte in der Bibel, die ist nur eine Seite lang, schnell gelesen. Das ist der Brief des Paulus an den Philemon, der uns zeigt, dass offensichtlich ein Sklave mit Namen Onesimus seinem Sklavenhalter weggelaufen ist, weil es ihm so gut bei Paulus gefällt und er gerne bei Paulus bleiben wollte. Paulus freut sich darüber und gibt ihm recht, dass er im Glauben den Sklaven Onesimus wie seinen eigenen Sohn empfindet. Aber Paulus schickt diesen Sklaven Onesimus zu seinem Sklavenhalter, den Philemon, an den er den Brief schreibt, zurück mit der Bitte, dass dieser Philemon seinen Sklaven ihm überlassen würde. Aber wenn, dann doch freiwillig. Soll doch alles seine Ordnung haben. Erst dann sollte Onesimus bei Paulus bleiben können. Der äußere Mensch lebt in der Welt der Gesetze und muss auch mit den Schwierigkeiten zurechtkommen. Das sind natürlich heute andere Probleme als damals. Der innere Mensch ist aber frei. Und da, wo wir im Glauben verbunden sind, in Jesus Christus, sind wir eins und stehen auf einer Ebene. Diese Botschaft des Paulus wurde immer wieder gepredigt und hat sich mit den Konsequenzen auch des Missverstehens zur Zeit Luthers wiederholt. Die Menschen haben sehr wohl begriffen, auch als Christen gibt es keine Unterschiede zwischen uns. Und der Satz, dass es keine Sklaven und keine Sklavenhalter gibt, kam dann in neuer Form unter das Volk. Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Das ist ein deutsches Sprichwort aus der Zeit des Bauernkrieges, das die Legitimation des Adels und seiner mittelalterlichen Grundherrschaft über die Bauern auf christlicher Basis in Frage stellt. Das hat dann zum Bauernkrieg geführt, der im nächsten Jahr Jubiläum hat. Vor 500 Jahren wird es dann gewesen sein. Nur diese Botschaft der Gleichheit und letztlich der Freiheit ist bei Luther nicht so gut angekommen, beziehungsweise nicht so gut gelöst worden wie bei Paulus mit seinem weggelaufenen Sklaven Onesimus. Hat das denn Jesus selbst auch so gesehen, dass die Menschen, die mit ihm an Gott glauben, auf einer Ebene stehen und sozusagen eins sind im Glauben? Bei der Heilungsgeschichte der Tochter der kanaanäischen Frau, was wir in der Lesung gehört haben, ist zu bemerken, dass diese Frau Jesus anruft und schreit, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und dann hören wir,
Jesus aber antwortete ihr kein Wort. Und dann sagt er noch, er sei für sie nicht zuständig, sondern wäre nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und dann ruft sie noch mal, hilf mir. Und Jesus sagt, man kann doch nicht sein Brot von den eigenen Kindern einfach nehmen und den Hunden vorwerfen. Also bezeichnet Jesus diese Frau als Hund, als eine unreine Frau, eine Ungläubige. Dann argumentiert die kanaanäische Frau, ja, aber auch die Hunde bekommen doch Brotkrümel ab, wenn sie vom Tisch runterfallen. Und darauf erst antwortet Jesus, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Uns wird erzählt, ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Diese Geschichte zeigt, dass Jesus am Anfang sehr abweisend war. Und es gibt Leute, die vermuten, dass Jesus nicht von Anfang an klar war, dass seine Botschaft von der Versöhnung mit Gott, von der Vergebung, die Grenzen der Volkszugehörigkeit öffnet. Das, was Jesus den Menschen gibt, ist ein Glaube, den alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft oder unabhängig von ihrem Stand oder was auch immer, annehmen können. Erst am Schluss dieser Begegnung mit der kanaanäischen Frau sagt er, dein Glaube ist groß. Jesus war wohl als Wunderheiler bekannt und so kamen auch Ausländer zu ihm, Leute auch mit anderen Religionen, und wollten sich oder ihre Kinder von ihm heilen lassen. Es wird berichtet, dass auch diese geheilt wurden. Jetzt könnte da stehen, na gut, wenn er Wunderheiler ist und Jesus bekam ein gutes Honorar und zog in die nächste Stadt. So einen Satz suchen wir aber vergeblich. Stattdessen hören wir, Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen, dir geschehe, wie du willst. Das unterscheidet Jesus von den Ärzten seiner Zeit. Bei Jesus werden die Menschen gesund durch den Glauben. Wenn Jesus zu den Kranken spricht, dein Glaube hat dir geholfen, dann ist dieser Satz eher eigentlich eine Diagnose als ein Rezept. Jesus sagt der Frau sinngemäß, weil du so hartnäckig darauf bestehst, dass ich bzw. Gott dir helfen soll, erkenne ich darin deinen Glauben an Gott. Ich frage mich, was ist das für ein Glauben? Dass die Frau von dem jüdischen Rabbi erwartet und verlangt, dass er ihr helfen soll. Okay. Obwohl dieser Jesus sagt, er sei nur für die Juden zuständig. Das aber ist der Glaube an Gott, dass wir von Gott erwarten, ja fordern, dass er uns hilft. Obwohl ich weiß, bin ja auch nur ein Mensch, dass ich Gott gegenüber keine Ansprüche stellen kann. Jeder Mensch also steht in der gleichen Situation. Keiner hat vor Gott Ansprüche und doch ist es Glaube, wenn wir von Gott fordern, dass er uns hilft, ihn bitten. Und dann sind wir bei Paulus, der immer wieder betont, vor Gott gibt es keinen Unterschied, ob Grieche oder Römer, an Gott, ob man an Gott glaubt, das ist das Entscheidende. Wer an Gott glaubt, wird gerettet. Wer an Gott glaubt, ja, wer weiß, vielleicht oder auch nicht. Wie bekommt man aber nun einen solchen Glauben? Paulus spricht durch die Predigt. Die Predigten sind aber manchmal sehr kompliziert. Und da gibt es gute und schlechte Predigten. Müssen wir dann nochmal den Konfirmandenunterricht alle besuchen, damit wir glauben können? Es wird erzählt, dass Jesus ja auch lange und viel gepredigt hat und auch eben geheilt hat. Und am Ende beklagt er sich, dass seine Zuhörer nicht glauben wollen. Er sagt über Kapernaum, wo Jesus fast zu Hause war, Kapernaum,
du wirst bis in die Hölle runtergestoßen werden. Denn wenn in Sodom, also in dieser bösen Stadt, die Taten geschehen wären, die dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Also Predigten in Kapernaum sind also keine Garantie für den Glauben, selbst wenn Jesus selber predigen würde. Dann frage ich mich aber, welche Predigt die Menschen gehört haben, die sich von Jesus helfen lassen wollten. Und welche Predigt haben die Menschen gehört, deren Glauben Jesus so lobt? Bei der Kanaanäerin kann ich mir das gut vorstellen. Da kommt eine Nachbarin oder Freundin gerannt und sagt, du, deine Tochter ist doch so schlimm krank. Der Rabbi Jesus kommt hier vorbei und von dem ich erzählt hat, dass er sogar Tote lebendig gemacht hat. Der kann auch dir helfen. Du musst unbedingt zu diesem Jesus gehen. Und dann wird die Kanaanäerin wahrscheinlich von sich aus schon gesagt haben, ja, der hilft mir doch nicht. Ich bin doch eine Ausländerin und habe eine andere Religion. Doch, der hilft dir bestimmt. Du musst es wenigstens versuchen. Länger kann die Predigt für diese Frau nicht gewesen sein. Und die Frau geht zu Jesus und Jesus lobt ihren Glauben. Sie konnte kein Glaubensbekenntnis. Sie hat die 10 Gebote nicht gekonnt. Das Vaterunser konnte sie auch nicht. Sie hat den Psalm 23 nicht gelernt. Sie war auch nicht getauft oder konfirmiert. Jesus lobt ihren Glauben. Jesus wird dir helfen. Jesus wird mir helfen. Das war der ganze Glaube. So, denke ich, entsteht es auch heutzutage bei uns. Kindergottesdienst. Wenn jemand ein Kind in dem Alter hat, dann musst du dein Kind hinschicken. Das ist wichtig für dein Kind. Es ist gut für die Zukunft. Ja, Resilienz und sowas. Oder zum Kinderchor. Das ist wirklich etwas, was nicht nur Allgemeinbildung ist, sondern da lernt das Kind etwas für sein Leben. Konfirmandenunterricht. Es gibt viele, die sind nicht getauft. Und dann wird dann vielleicht ein Klassenkamerad oder eine Klassenkameradin sagen, ah, ich gehe in Konfirmandenunterricht, hast du nicht Lust mitzukommen? Ah, ich bin doch nicht getauft oder in der Kirche. Ah, das ist kein Problem, komm mit. Und so sind manche jungen Leute dann in den Konfirmandenunterricht gekommen und auch in die Gemeinde. Naja, es gibt ja auch den Bachchor, da kann man ja auch später dazukommen, einen Glaubenskurs. Und dann gibt es ja immer Einwände. Also ich kenne es von den etwas höheren Semestern, wenn man dann sagt, ach, naja, also Sie könnten ja auch in den Seniorenkreis kommen. Aber ich bin noch erst 80, das sind nur lauter alte Leute. Und dann kommen sie nicht, ja. Also wir haben auch einen Kreis, der nennt sich eleganterweise 70 plus. Also wenn man sich zu jung fühlt, man kann ja jemand anders begleiten und dann mit dabei sein. Auch so kann man den Weg in die Kirche, in die Gemeinde finden. Was ich damit sagen möchte, es sind ganz kleine Augenblicke, in denen man merkt, ach, ja, stimmt, das könnte etwas für mich sein, das könnte mir gefallen. Und vielleicht ist das genau das, was im Moment mein Leben zum Guten verändern kann. Das ist ein kleiner Anfang des Glaubens, klein wie ein Senfkorn, aus dem aber etwas Schönes werden kann. Ich wünsche uns, dass wir uns gegenseitig solche kleinen Impulse geben, Einladungen, wo der ein oder andere merkt, ach, das ist was für mich, woraus Glauben entstehen kann, wo Jesus sagen würde, dein Glaube hat dir geholfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lebendiger Gott, das Vertrauen zu dir wendet das Leben zum Guten. Deine Zuwendung richtet Menschen auf, heilt und befreit sie. Lebendiger Gott, das Vertrauen zu dir lebt in den Herzen der Menschen, die Freiheit suchen. Vor dich bringen wir die Menschen, die verfolgt und unterdrückt sind.
die ihr Leben fremdbestimmt führen, gekrümmt unter politischen Systemen und der Krieg und Terror. Wende dich ihrer Verzweiflung zu und gib ihnen Hoffnung. Herr unser Gott, wir denken an die Kriege in der Ukraine, wir denken an den Nahen Osten, wo viel Elend, Verletzung und Leid entsteht durch Kriege. Wir bitten dich, gib Menschen, die den Verstand haben und die Möglichkeiten, für Frieden einzutreten und diesen auch herbeizuführen. Segne die Bemühungen aller derer, die sich dafür einsetzen. Lebendiger Gott, das Vertrauen zu dir lebt in deiner Kirche, in den Gemeinden und in jedem und jeder Einzelnen von uns. Vor dich bringen wir unsere christlichen Gemeinschaften, dass sie ein Leib seien, der einen Geist durch einen Geist verbunden wird. Wir bitten dich um Geduld und um Ehrlichkeit miteinander, damit wir aufrecht und mit freiem Herzen unseren Glauben leben. Lebendiger Gott, das Vertrauen zu dir lebt in uns. Vor dich bringen wir unsere Hoffnung und unser Ringen, die ungemalten, unfertigen Bilder unseres Lebens zu vollenden und die Dankbarkeit für die Fülle, die wir durch dich erfahren. Darum bitten wir. Vor dir sprechen wir unsere Ängste aus und alles, was uns betrübt. Durch dich stehen wir auf zum Leben. In einem Moment der Stille wollen wir unsere persönlichen Gebete Gott sagen. Und gemeinsam wollen wir beten, wie unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern all dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden.